Unsere Motorradreise beginnt in Siliguri in Westbengalen und führt uns die ersten 70 Kilometer nach Darjeeling. Unsere heutige Etappe führt uns von Darjeeling auf verschlungenen Pfaden nach Gesing in Sikkim. Bis hierher war alles tutti paletti, doch nun bogen wir in ein malerisches Flusstal ab, doch leider gab es in diesem Flusstal keine Straße mehr. Es war alles Baustelle und wir brauchten für diese 40 Kilometer 6 Stunden.
Nachdem wir gestern Abend in sinkender Nacht unser Hotel erreicht hatten und uns ausgeruht hatten, ging es weiter über Ravongla in 2100 Meter Seehöhe zu den Temi Tea Gardens. Nach einer wohltuenden Teepause in den Temi Tea Gardens ging es talabwärts über Baustellen. Wir überquerten den Fluss, um dann unser Tagesziel in Rumtek zu erreichen. Die letzten 200 Meter zum Hotel sind eine endlose Schlammdurchfahrt. Wir werden aber mit einem herrlichen Blick auf Gangtok, die Hauptstadt, belohnt. Nachdem wir am Vormittag ein bedeutendes Kloster in Rumtek besucht hatten, das Ganze bei strömendem Regen, konnten wir doch dann auf trockenen Straßen unser Tagesziel in Kalimpong erreichen. Von Kalimpong ging es hinab in die indische Tiefebene und wir benutzten einen Highway. Dort konnten wir sogar im fünften Gang mit Tempo 80 fahren.
Welch eine Überraschung! Wir reisen aus Indien aus und werden fast erkennungsdienstlich erfasst. Die Grenze zwischen Indien und Bhutan kann man problemlos passieren. Und so gehen wir am Abend zur Einreisebehörde und werden dort ebenso erkennungsdienstlich wiederum erfasst. Die eigentliche Grenzkontrolle fand am Stadtausgang von Phuentsholing statt. Weitere Kontrollen gibt es, wenn man die Regierungsbezirke wechselt. Es wird sehr streng kontrolliert. Die Fahrstrecke von Phuentsholing nach Paro war eine sehr schöne Strecke. Leider haben wir die geplante Route über das Haartal und einen hohen Pass aus unerklärlichen Gründen nicht gefahren. In Paro angekommen, sehen wir im Vorbeifahren einen Bogensportwettkampf. Wir drehen unsere Motorräder um und fahren zu dem Schauspiel. Thank you.
Wir verabschieden uns von der schönen Stadt Paro, fahren ein Stück Weges zurück, um dann auf die Hauptstraße nach Thimphu abzubiegen. Unterwegs begeistert mich immer die Hinweisschilder, die für ein ziviles und vorsichtiges Fahren sorgen sollen. Als wir Thimphu verlassen und auf schöner Straße zum Dochula-Pass fahren, ahnen wir noch nicht, was uns erwarten wird. Jedoch unser Reiseleiter hat schon angedeutet, dass eine schwierige Strecke kommen wird. Ständig mit schleifender Kupplung hinterlässt auch Spuren an den Fingern. Nach der Besichtigung des Punaka Zong fahren wir weiter nach Wang Due, um auf einem dreitägigen Festival einen kurzen Besuch abzustatten. Leider regnet es und der Besuch ist wirklich sehr kurz. Wir fahren jetzt im strömenden Regen weiter und wie man an der Karte sehen kann, haben wir für diese läppischen 165 Kilometer reichlich 8 Stunden benötigt. Zwischendurch hatte ich den Eindruck, ich habe mich verfahren und habe mich erstmal auf eine Baumaschine gesetzt, um dem Regen zu entgehen.
Gestern die Reise war so anstrengend gewesen und auch bei singender Nacht erst angekommen, so dass ich erstmal eine Flasche Aromatik aus Neudietendorf geopfert habe. Die heutige Etappe führt uns von Wabchica Valley nach Jacquin im Boomtang-Tal. 158 Kilometer in 10 Stunden. Den Schnitt, den kann sich jeder selbst ausrechnen. Strapazen der letzten Tage haben wir hier im Boomtang-Tal einen Tag Ruhe und wir besuchen ein sehr interessantes Festival. Wir besuchen das Anwesen von Fritz Maurer, einem Schweizer Käser, der 1969 als junger Entwicklungshelfer kam und geblieben ist. Musik.
Der Service des Anheizens eines sogenannten Schweizer Ofens gehört zum Hotelservice. Gezündet wird mit kerosingetränkten Sägespänen. Der nächste Tag hat wieder einige Überraschungen für uns parat. Wir fahren über zwei hohe Pässe bei strömendem Regen 170 Kilometer und brauchen dafür 10 Stunden. Das ist ein zwangsweiser Aufenthalt noch vor dem Chertung La Pass. Wir sind alle durchgeweicht. Öffnen unsere Koffer aus dem Begleitfahrzeug und ziehen an, was wir alles dabei haben. Es regnet nun seit 40 Stunden und die nächste Etappe hat einige Besonderheiten für uns. Ich konnte glücklicherweise einen Platz im Auto buchen und so auch viel Filmmaterial drehen und hier zeigen. Bruno freut sich, dass er meine komplette Regenbekleidung bekommen kann, die etwas besser ist als seine eigene.
Vorsicht, Petra, Seitenstand was noch draußen. Die Verbindungsstraße zwischen Thimphu und Trashigang, die einzige Ost-West-Straße, wird auf 500 Kilometer Länge in eine komplette Baustelle verwandelt, um die Straße zu verbreitern. Und dann sieht man solche Baumethoden. Wir können die Felsstürze schon nicht mehr zählen. Hier in diesem Fall hat der Radlader 3 große Anläufe gebraucht, um die Straße freizuräumen. Der nächste Tag führt uns nach Sandrup-Yunkar, die Grenzstadt zu Indien, wo wir unsere Motorräder abgeben. Es ist der erste richtig schöne Tag auf unserer Reise. Thank you.
fertig war, sind wir gut durchgekommen. Auch weiter unten. Zwischen den großen Steinen war für Motorräder gerade genügend Platz für Autos.